Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um einen Liegeradumbau, den wir gemacht haben. Das kennt ihr alle, das ist vom Jörg von E-Bike Camping und Kajaktouren. Und ich möchte euch einfach mal ein bisschen was dazu zeigen. Den ganzen Umbau könnt ihr beim Jörg und bei mir so ein bisschen nachverfolgen. Jetzt geht es aber auch um die Komplexität und um die Technik dahinter. So, was wichtig für euch ist, ist ja eigentlich der Motor und der Akku. Das ist ein Continent Direktläufer. Da haben wir Ferrofluid reingemacht, das habe ich in einem anderen Video gezeigt. Das ist eine Kühlflüssigkeit und genau, der ist für 20 Zoll Räder, kann in der maximalen Spitze 45 km/h mit dem System, das heißt, der ist auch relativ effizient. Wir testen das immer aus, weil wir müssen ja beim Direktläufer, ist ganz wichtig, müssen wir auch die Rollreku einbeziehen. Die Rollreku ist folgendes: Wenn ihr jetzt mit 45 km/h den Berg runter fahrt mit dem Motor in der 20 Zoll Felge, dann ist ab dieser Geschwindigkeit tritt automatisch die Rollrekuperation ein. Da kann man nichts gegen tun. Das können wir nicht elektronisch wegmachen, der rekuperiert einfach. Deswegen müssen wir einen Motor nehmen, der ein bisschen schneller ist, ne, dass wir auch, wenn ihr den Berg runterfahrt oder man allgemein den Berg runterfahrt, nicht sofort in so eine Bremse kommt, weil die natürlich exponentiell höher wird. Halt fahrt ihr auf einmal 60 den Berg runter, habt ihr auf einmal 2000 Watt Bremsleistung und mehr und das macht euch den Akku kaputt. Weil zum Beispiel hier diesem System haben wir jetzt zwei 600 Wattstunden Akkus. Das sind 13 S4P. Die können maximal in der Spitze 1000 Watt Reku ab. Ja, und wenn wir jetzt 2000 Watt ziehen würden, dann würden wir die natürlich auch beschädigen bzw. die Lebensdauer halt wahnsinnig nach unten ziehen. Und genau deswegen brauchen wir halt einen Motor, der auch ein bisschen schneller drehen kann. Es ist natürlich legal eingestellt auf 25 km/h. Und sage ich mal so 1500 Watt Maximalleistung würde das jetzt im System angeboten werden. Was das halt noch Besonderes macht, gerade hier in dem System ist, wir haben hier ein neues Testsystem verbaut. Und zwar, das kann man auch momentan noch nicht so kaufen, wir haben einmal einen Gasgriff, der bis 6 km/h geht und darüber hinaus, wenn man pedaliert, kann man auch die Gesamtleistung abrufen, je nachdem wie stark man diesen Gasgriff drückt. Zusätzlich kann man das Ganze jetzt drehen, das ist jetzt ganz neu, man kann das mit der Rekuperation, also man hat denselben Gasgriff auf der anderen Seite oder wo man halt hinbauen will und kann bremsen und zwar stufenlos, ne? Volle Kanne, ein bisschen und gar nicht und das ist ein wunderbares Fahren, so braucht man eigentlich so, also wir bremsen gar nicht mehr, also alle die ich jetzt kenne, die das jetzt haben, man bremst eigentlich nur noch in einer Notfallsituation ein bisschen mit den normalen Bremsen, sonst nur noch per Reku. Und ihr könnt euch die Videos, wie gesagt, beim Jörg angucken. Da sieht man, wie stark diese Bremsung überhaupt ist. Also der Reifen kommt fast in Schlupf. Und man hört das auch, dass der Reifen richtig so sich verformt beim Bremsen. Genau. Dann hier vorne jetzt zum Display will ich gerade ein paar Worte sagen. Also deswegen ist es ja auch noch ein Testsystem. Wenn wir hier rekuperieren, dann steht hier auf einmal 4000 Watt. Das liegt einfach daran, dass diese Display-Kommunikation das noch nicht verarbeiten kann. Da können wir leider nicht so viel drauf Einfluss nehmen, weil der Hersteller uns da noch nicht eine passende Software halt einfach geliefert hat. Ne? Die geben die nicht raus. Und dafür gäbe es ein anderes System, das habe ich in meinem Liegerad verbaut. Da kann man dann diese ganzen Werte, also wie viel Reku tatsächlich dann kommt. Das sind ja nur so Fun Facts eigentlich, ne? Dass man jetzt ungefähr weiß, wie viel Reku man hat und wie viel Energie jetzt reingekommen ist über Solar. Das kann halt ein anderes System, das stelle ich euch auch mal vor. Könnte man hier natürlich noch zusätzlich upgraden. Genau. Ja. Die so eine grobe Systemzusammenstellung kann ich ja mal verlinken, aber wie gesagt, momentan ist es noch in einem Testzustand. Das heißt, es kann so eigentlich noch gar nicht erworben werden. Das haben halt, wie gesagt, ein paar ausgewählte Tester jetzt. Der Jörg, ich habe das und noch ein paar andere, wo ich jetzt nicht nenne. Und wenn das dann alles funktioniert, dann stellen wir das halt auch als eigenständigen Umbausatz. Du hast ein Detail vergessen. Ja. Ich habe einen Rückwärtsgang. Ah! Das, danke Jörg, der Jörg ist dabei, der filmt das. Ganz wichtig ist auch noch, wir haben hier einen Rückwärtsgang. Ne? Der hat dann nur 300-400 Watt Maximalleistung. Das ist auch wichtig, ne, weil die Kette dreht ja rückwärts dabei. Und ja, man drückt hier einfach drauf, kann dann rückwärts und drückt wieder drauf und kann vorwärts fahren. Das ist zum Rangieren traumhaft. Genau, das kann das System auch noch. So, und da unten noch das Kabel, das hat er mir noch vorbereitet für die Beleuchtung, die jetzt hier noch fehlt. Genau. Wird direkt vom Akku abgegriffen und hier ist noch das Bedienpult für die Leistungsabrufen. Und grundsätzlich möchte ich jetzt noch kurz was hinzufügen. Wir haben nochmal
wenn ihr das schwere Systeme fahren wollt oder einen Anhänger ziehen wollt, dann versucht immer hinten ein kleines Rad angetrieben zu haben. Ob das jetzt mit einem Direktläufer ist, ob das jetzt mit einem Getriebemotor oder einem Barfang beispielsweise, einem Mittelmotor ist, ist das relativ egal. Aber ein kleines Rad kann mehr Drehmoment umsetzen. Das ist ganz wichtig. Das merkt man hier auch. Das Ding schießt nach vorne wie sonst was. Und genauso kann es dann auch besser als jetzt ein 29 Zoll Rad auf jeden Fall in Anhänger ziehen, ne, anziehen. Ihr kommt halt nicht mehr so auf eine hohe Maximalgeschwindigkeit. Das ist einfach so. Aber wer will denn schon halt 60, 70 damit fahren können? Ne, es gibt ein paar, die wollen so dann 60 den Berg runterfahren können, aber mit dem Anhänger wollte das ja eh nicht mehr. Genau, das war's jetzt. Vielen Dank fürs Schauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr die ganzen nächsten Videos sehen wollt über Technik, dann lasst doch gerne ein Abo da und Liken nicht vergessen. Vielen Dank, tschüss. Übel geil.